bauen. Man ist jetzt nicht wieder dran, mich dran wieder dran gesonnen, jetzt hier nur am Dings zu sein. Auf dem Berg, wie letztes Mal. Obwohl ich fand den Berg auch nicht schlecht. Obwohl man hatte halt viel Einschränkungen gehabt. Was denn? Deine Höhle? Ja. Sieht aus wie so ein Gang, den du mal gegraben hast, oder? Nee. Ich hab hier nichts gegraben. Hier. Boah, sind da sind beide voll, wa? Ja. Oh, vielleicht mal entleeren hier. Ich brauche auf jeden Fall ein Lagerhaus. Das ist ja, normal. Das. Oder wir klatschen uns halt wieder in den Keller, je nachdem, ne? Naja, ich würde eigentlich lieber extra ein Haus bauen, wo man dann vielleicht so eine Schiene hinmachen können. Was baut denn der Debito da eigentlich gerade in sein Haus? Das wundert mich gerade. Baut er jetzt da ein Gasthaus hin oder was? Ja, das ist ein Hotel, was der daneben baut. Verstehe ich nicht. Was soll der Scheiß? Na, er hatte ja schon mehrere Gäste und da, jeder Gast bekommt da jetzt ein Zimmer drin. Ach so, und wenn die wiederkommen, können sie da halt reingehen. Richtig, und haben da ihre Kiste und... Boah, oh. Hast du gerade was weggeschmissen oder damit du alles auf? Ich hab was aufgesammelt. So. Noch dieses kleine bisschen hier. Warte, ich geh mich mal ein bisschen entleeren. Und dieser scheiß komische Dach muss ja auch mal geändert werden. Das geht mir so auf die Nerven. Da haben wir komplett falsch gehandelt. Hauptsache schnell Dach fertig war das, glaube ich. Ja, richtig. Oh, und die Kacke. Kisten sortieren, ey. Das wird auch noch was werden. Naja, ja, das machen wir aber erst, wenn wir ein Lagerhaus haben. Vorher bringt das noch nichts. Ne, die Sticks behalte ich mal, das Holz auch. Das Eisen packe ich mal da rein. Obwohl, das Eisen mich auch mal mit, vielleicht, weil ich noch ein paar mehr Schaufeln brauche. Die Treppen brauche ich erstmal nicht mehr. Das auch nicht. Das Essen. Die Blume kann da rein. So, jetzt bin ich wieder auf. Wie haben wir gelernt? Komm, jetzt gehen wir gleich mal schlafen. Wenn Nach, du wenn ich schon mal hier bin, schon im Haus bist, ja. Na gut, dann geh ich mich schon mal hinlegen. Und gute Nacht. Ist mein Bett. Ist mein Bett. Ist mein Haus. Mein Let's Play. Ne, ne. Meine Streets. Mein Block. Mein Block LP. Nee, MC Block LP. Die alten Ranzratten, die. Jetzt macht er auch noch Werbung für Ranzratte. Ich mach gleich Werbung für den Mundgeduschen duschen. Der ist schlecht. Der Name schon. Mund geduschen. Vor allem, der hat einen Kanal, macht alle zwei Wochen vielleicht ein Video oder so, ne? Ja, weiß ich. Unrealistisch hoch 10, ne? Ja. Naja, ich glaube, der hat ja auch mal Computerverbot bekommen gehabt und deswegen kommen keine Videos. Ich habe den ja abonniert. Dann macht man sich keinen YouTube-Kanal, wenn man von seinen Eltern noch Computerverbot bekommt, würde ich sagen. Es geht ja genau wie den Minecraft-Hips. Der eine Englischnote versaut hat. Na, der ist dick. Ja und? Wenn du dick wärst, würdest du dich dann auch gerne bomben lassen von denen? Wenn ich stell dir vor, er wäre dünn und du wärst dick, was würdest du dann machen? Essen. So, jetzt können wir die ganzen Müll hier mal einsammeln. Alter. Hier vorne können wir den Sand auch nochmal rausreißen. Da mal Dreck hinmachen für. Ja, ich geh mich erstmal entleeren. Hier müsste es sowas geben wie Loot All und so wie bei der Terraria. Wo du einen Button drückst und dein Inventar ist leer. Ah, du meinst so, ja, wir können einfach Inventory Clear oder sowas eingeben. Wollen wir aber nicht. Ich weiß nicht, ob das hier geht. Das geht, aber wir wollen ja die Rohstoffe nicht wegschmeißen. Na gut, aber da bei Terraria, da ist das ja, da wird das in die Kiste eingeordnet, an der du stehst. Ja. So, oh, jetzt haben wir ja nicht unsere Fläche fertig. Endlich geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Und so. Ich gehe da mal schauen, was mit dem Dings ist und dann mit dem Turm ist. Du kannst ja mitkommen wegen dem Cobblestone. Nö, jetzt habe ich mich komplett entleert. Nimm mal den ganzen Cobblestone mit, den du hast. Nee. Doch, ist wichtig. Oh, Melonen! Dann kümmern wir uns später um das Bauernhaus noch. Ich gucke jetzt erstmal um den Turm hier. Da war ich jetzt nicht Ewigkeiten nicht mehr. Falsch gebaut. Ach, ich habe. Ah, das ging doch gar nicht mit der Melonenfarm. Na, da hast du jetzt ja was zu tun. Ja, wir haben doch gar keine Sticky Pistons. Mann, bist du bräsig. Och, sind wir schlecht. So, auf jeden Fall. Ob wir die uns vielleicht irgendwann mal cheaten dürfen. Nee, ich glaube nicht. Müssen wir schon wirklich in eine Höhle gehen und die holen. Vielleicht finden wir ja auf einer Spalte mal welche. Mit Franik zusammen. So. Sollte aber normal sein. Wenn Franik dabei ist, haben wir vielleicht wieder Glück. Dann wird er diesmal seinen
Slime Seed ausholen und dann geht das los hier. Ich frag ihn mal, ob einer auf Lager hat. Der hat für Eisen einen, hat er mir gesagt. Für Gold. Für Holz. Für Stein. Für Stein und Seed. Ja, Stein, das ist ja nun nicht. Holz ist ja nun auch nicht. Naja, ja. Oh. Weit bin ich jetzt schon oben? Weiß ich nicht, ich bin ganz oben im Moment. Und der Ausblick ist nice, ne? Ja, aber das mit den Zäunen, ich hätte das aus so Glass Plains gemacht. Nee, das sieht schäbig aus. Nein, nein. Doch. Ob ich das überlebe? Oh ja. Ja, aber noch eine Wand, wäre die jetzt nicht da gewesen, wäre es runtergefallen. Schon habe ich kein Glas mehr. Ja, dann hätte ich aber oben überlebt, denn ich habe noch ungefähr 4 Herzen gehabt und das hätte ich noch geschafft. Gut, dann muss ich jetzt noch mal ein bisschen Sand besorgen und den nach oben bringen. Und dann fangen wir mal schnell mit dem Bauernhäuschen an. Ich habe genug Kohle. Naja, Kohle muss ich gleich auch nochmal holen. Können wir hier Sandfarm gehen am besten? Da hinten ist eine Wüste. Da gehen wir gleich mal hin. Wo ist denn die? Kannst du mitkommen? Jo, ich komme. Ich habe nicht nur noch eine Schaufel und so. Ja, mach ich mir auch am besten mal. Hier draußen steht auch eine Crafting Box. Oh, jetzt, hier ist eine Spalte. Oh, was sehen meine Augen da? Oh. Oh, das ist doch keine Spalte, das ist eher so ein komisches Loch. Oh. Scheiße. Aber jetzt hier scheint Wasser rein. Ist ja in der Spalte drin. Nee, das hab ich, hier war ich schon mal drin, das ist ganz in der Nähe von dem. Ja, ist war ich schon mal drin, ne? Ho. Wir wollen jetzt hier Dings im Farm gehen und dann mache Papier. Kannst du ein bisschen noch ein bisschen umarbeiten machen, weil jetzt über so. Ja, okay, dann gehe ich alleine. Nee, warte, ich komme gleich mit. Ja, dann mach doch hin. Ich will mir noch eine Schaufel schnell machen. Soll ja auch ordentlich hier aussehen, ne? Wenn man schon den schönen Schatten mal drin hat, soll das auch ordentlich sein. Hier, da ist das Loch übrigens. Hier. Ja, ich sehe es. Kannst du mal reinspringen und wieder hochkommen, dann bis dahin bin ich fertig. Jetzt wollte ich gerade einen Eisenspitzhacke mit Eisen kombinieren. Oh. Was mache ich denn jetzt? Mache ich ein Schwert? Bin ich bräsig? Jo. So, jetzt habe ich 6 Schaufeln. Vor allen Dingen bräsig. Wo bist denn du? Ja, hier unten. Ich tauche gerade wieder hoch. Jetzt ist er ja wirklich da reingegangen, ne? Wie der auch instant auf mich hört. Ja, ich habe doch eh nichts anderes zu tun. Haben wir Weizen dabei? Nee. So ein bisschen Liebe machen, ne? Liebe. Kommst du jetzt? Ja, ich bin doch schon auf dem Weg. Geh zur Melonenfarm. Ja, da bist du aber falsch. Ich wollte mir kurz eine Melone holen, um was zu essen zu kriegen. Meine schönen Melonen. So, wo muss ich jetzt hin? Ja, komm mit. LOL. Oh, das war ein Bug. Immer war mein Turm halb verschwunden. Ich habe nur noch den Hut gesehen. Ja, wohin müssen wir denn jetzt hier, Meister Popper? Ja, komm doch mit. Ach, ich denke mal, da hinten im Sumpfgebiet irgendwo, ne? Ne, da hinten, da ist kein Sumpf mehr. Wir müssen jetzt hier längs. Und wie kommt mir dieses Lied aber bekannt vor? Ich weiß nicht. Komm, wie erstmal Wasserfilter, da hat, glaube ich, letztes Mal Sand gefarmt. Nee, da ist mir mal ein Creeper explodiert. Aha, und wieso hat man das doch nicht gestotzt her hier? Wenn man nichts dabei hat, dazu zu stopfen. Ja, und dann braucht man ein bisschen was ab hier, Herr Lochstopfer. Ab sofort heißt du Herr Lochstopfer. Nee. Oh, wo kommen die ganzen Viecher denn alle her? Oh mein Gott. Ist ja auch ein Skelett gewesen? Nee, nur Spinnen und Dinger, die sich unter den Baum verstecken, ey. Die Monster von heute werden immer schlimmer. Wir spielen mal Baumjumper. Pass auf, du fliegst eh als Erster. Mensch, das ist aber ein ganz schön weiter Weg, gell? Übrigens. Du sagst es gleich um die Ecke. Ja, es ist schon um die Ecke. Da hinten ist es nämlich schon. Da. Oh, ohne Game Boy macht das Dauerjumpen keinen Fun, weil man dann TV nur wehtut. Och. So, ich sollte aufhören zu sprinten. Das zieht nur unnötig hier live weg. So, dann ist schon ein Hügel, den man gleich mal austesten kann. Das auch, wenn ich den jetzt auf den Block abbaue, fliege ich bestimmt wieder nach unten, weil da irgendwie Lava unter sein muss. So wie ich mein Glück kenne, würde mich das nicht wundern. Boah, die Wüste ist so hell. Hast du Schattenmod drin? Ja, immer. Du willst krass. Und zu meiner Sandtextur noch. Okay, Bei meiner Sandtextur sieht du jetzt krass aus.
Ist krass. Na, ich hab die von Spark. Finde ich scheiße. Nee, finde ich geil. Finde ich scheiße. Ja. Oh. Dein Texture-Pack ist sogar so ein bisschen ulkig. Nö, du kennst das gar nicht. Klar, ich hab bei Louis Commentary gesehen. Das ist das Fateful Pack. Ja, was du da benutzt. Nee, das benutze ich nicht. Nee, nee. Aber es gab mal so eine Version, wo dann überall meines Let's Play bei dir drin reingekleistert war. Ja, das ist die Fateful-Version. Und die andere ist genauso, oder? Nee. Auch mit meines Let's Play reingekleistert? Nö, dafür hatte ich heute noch keine Zeit. Ach. Hier ist auch noch was. Das sieht man so richtig schlecht, wenn man nur die gleiche Sandtextur hat. Sieht das aus, als wenn das Boden wäre. Bist du auch schon mal in so ein Lavaloch reingefallen? Nee. Das habe ich damals immer gehabt, diese Probleme. Einmal bin ich im Let's Play da reingefallen, bin ich voll ausgerastet. Oh, da hätte ich dich ausgelacht. So, jetzt ist meine erste Schaufel kaputt. Wie viel Sand haben wir jetzt? Ja, passt, nehme ich mal noch mit. Bevor es dunkel wird. Hier zum Beispiel. Also ich nehme jetzt 3 Stacks mit, wenn du auch noch 3 Stacks mitnimmst, haben wir, glaube ich, genug Glas. Wie viel hast du mittlerweile? Ich habe jetzt 2. Gut, ich habe gleich den dritten voll, dann können wir nicht wieder nach Hause gehen. Ne, jetzt habe ich den falschen eingeklatscht. Ich will den einklatschen. So eine kleine Stadt in der Wüste wäre auch nicht schlecht, aber ich finde, Wüstenstädte sind so ein bisschen, naja, so eintönig, ne? So, ich bewege mich wieder nach Hause. Ja, obwohl ich es eigentlich gar nicht so schlecht finde. Ich finde Wüste langweilig. Ich finde Schneegebiete teilweise dann immer noch schöner als eine Wüste. Ne, Schneegebiete, das ist das allerletzte. Damals haben die mich auch immer... Oh, hier ist ein Hund. Hundi! Hundi! Oh, da ist ein Skelett. Vielleicht ich jetzt genau einen Knochen daraus. Bitte gib mir einen Knochen, du Penner. Ja, Knochen! Hundi! Guck mal. Wo ist da oben noch einer? Guck mal, Hundi. Und dann sind noch mehr Skelette. Die ist der Scheiße. Doch, ich bin daheim. Ich muss jetzt trotzdem nochmal ein scheiß Skelett hier umliegen. Komm, gib mir Knochen. Gib mir Knochen! Ich will den Hund haben. Wenn ich mich jetzt porte, kommt der nicht hinterher, ne? Nee, bei Porten nicht. Da musst du schon laufen. Ja, mach mal bitte Time Day. Wo ist denn jetzt hin? Und? Hallo? Und? Jetzt ist der über alle Berge. Jetzt hat er sich weggeportet. Oh. Du brauchst keinen Hund. Du hast zu Hause einen. Der reicht. Nee. Wo ist der jetzt hin? Ist der jetzt hier in diese Höhle rein? Pass auf. Nee, da ist er doch. Und? Nee, der will mich immer noch nicht haben. Nach 4 Knochen. Oh, da oben ist noch einer. Und hier ist noch einer. Ach, das waren 2 verschiedene. Och, kein Wunder. Ist hier noch ein Skelett? Sonst reiß ich dem mal ein paar Knochen aus. Nee, ich komme einfach nach Hause. Ich versuche jetzt nach Hause zu kommen. Ich laufe zurück, weil ich ehrlich spiele und nicht ehrlich. Du heißt Frau Ehrlich. Musst du so laut auf deiner Tastatur rumtippen? Ja, das ist nicht laut, das ist leise. Was ist das denn? Ach, das ist so eine hässliche Spinne. Dann war ein Creeper. Oh yeah. Yeah, voll die idyllische Mucke und da kommen so hässliche Scheißviecher auf mich zu. So. Hier ist ein Zombie verreckt. Warte ich mal mit. Oh, wie komme ich jetzt auch nach Hause? Ich laufe bestimmt voll in die falsche Richtung. Oh, bitte. Jetzt wird die Musik nicht wieder so ein bisschen dum. Passt jetzt irgendwie so ein bisschen durch die Nacht zu laufen und Angst zu haben. Dum. Boah, wie lange muss ich denn noch laufen? Ah, ich habe unser Haus gefunden. Okay. So, schnell durch die Hintertür. Bist du im Bett oder was? Ja. Gut. Okay, dann über unsere Felder hier latschen schnell. Dann werden die wenigstens auch mal langsam hier so ein bisschen... Passiert scheinbar nichts, aber egal. Normal müssten die normalerweise eintreten, oder das geht ja gar nicht, wenn sie drauf rumspringen, ne? Wir haben nicht ewig Zeit. Du bist dick. Ich lieg da sonst immer rechts. Ist mein Bett. Nee, meins. So steht du gleich im Gästezimmer. Ich mach jetzt extra 2 Schilder. Nee. Du stehst sonst im Gästezimmer. Wieso hast du jetzt eine Goldachs? Eine Diamantachs, bitteschön. Hab ich nicht. Nee, hast du nicht. Wenn jetzt Diamanten weg sind, bin ich sauer auf dich übrigens, ne? Ja, da hat er sich die gecheatet. Nein, die habe ich gar nicht gecheatet. Die habe ich schon letzte Woche gemacht, in der letzten Aufnahme.
Genau.